Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer brenzlichen Lage in Moons of Madness. Wir haben uns hier in die hinterste Ecke verkrümmelt, weil ich wieder diese wunderschöne Kamera-Action ausführen soll, wo ich natürlich mega Lust drauf habe. So, die erste Kamera. Warte mal, das ist die, ne? Oh. Nein, du siehst mich gerade einfach mal nicht. Frage ist, wie schnell... Ach, hier komme ich gar nicht durch. Ihr seid doch scheiße. Hier ist doch gerade auch noch einer rumgelaufen, oder nicht? Aber wie kriege ich die denn gerade weg? Kennt ihr auch die richtige? Guck weg. Ach, ich weiß es gerade nicht. Alter Finne. Warum laufen die hier überall rum? Warum habe ich eigentlich die Verriegelung wieder aufgehoben? Wie doof war ich bitte? Warte mal, ich lasse das jetzt mal da oben. Ich hoffe, der rennt den gleichen Weg gleich wieder zurück. Warte mal. Oh, nein, der läuft da immer im Kreis, okay. Mach die Kamera hoch. Mach die hoch. Andere Richtung. Verdammt! Ich bin der... Aber es hat eigentlich schon mal sehr gut geklappt fürs erste Mal. Ich hoffe, wir starten im letzten Abschnitt. Nein, wir starten bestimmt ganz von vorne. Und dann fail ich jetzt an jeder Ecke. Warum hat er jetzt so eine Herzattacken? Ach, wie weit ist der denn zurück, bitte? Na gut. The CEO of Orochi? Ja, komm. Zack, zack. Why is this here? Bam, weg damit. Deaktivieren und tschüss. Da hinten ist noch ein Computer. Kann ich damit auch noch was machen? Kürzliche Kommunikation. Wir haben einen Job zu erledigen, aber ich zähle 7 Leichendecklen und wenn wir es nach Hause schaffen, und das werden wir, werde ich nicht ruhen, bis ich jedem einzelnen Schädel, der hierfür verantwortlich ist, eine Kugel verpasst habe. Shane ist dran. Das war vorher nicht ernst gemeint, oder? Mal sehen, was ich rausfinden kann. Shane, wir sind an der Tür, die ist... Warte mal, ist das das Gespräch, was wir eben gerade geführt haben? Oh. Verdammt. Das System denkt mit, oder? Declan, I'm standing by a window overlooking a room filled with pods containing androids. I thought it was automated sensors or something, but there must be hundreds of these things on Mars. What are they doing? Everything here. This is the hub of their Mars expansion plans. Nun gut, zumindest haben wir neue Sachen herausgefunden, die wir gerade noch nicht gesehen haben. Trotzdem mag ich diese Abteilung, in die wir jetzt reingehen werden, nicht. Das ist so sicher wie der Tee, den ich mir gleich trinken werde. So, bis hier hat er mich nicht gesehen, ne? Oder, nee, bis hier.
So, der... Muss hier echt aufpassen. So, die Kamera geht jetzt hoch. Der steht da ja immer noch. So. Kann ich bitte die Kamera hier vorne haben? Wäre sehr amused. Danke. Boah, gut, dass sie einen hier nicht rumstampfen hören. Ich hätte gerne hier einen Speicherpunkt, bitte. So, wir müssen gleich sehr schnell sein. Wir müssen A... hinter ihm her laufen. Und B... ging ja doch ganz gut. Keine Kameras in Sicht. Glück gehabt. Boah, ich dachte, ich brauchte jetzt wesentlich länger für. Yay, ich freue mich. Die Tür ist zu. Oh, hier sind so viele Türen, wo wir rein können. Gut, das sind aber anscheinend nur die Wohnräume. Und ich kriege hier wieder Halluzinationen, weil ich irgendwas durch die Fenster sehe. Oh, das sieht aber auch nicht unbedingt sehr erfreulich aus. Hier sind blutige Schuhe drunter. Nein, ich möchte eigentlich nicht wissen, was hier geschehen ist. Oh, hier haben wir ein Badezimmer. Gut. Gut, wir müssen in die Ecke. Das heißt, da kommt doch irgendwas um die Ecke gekrochen. Kann ich hier hinterlang laufen? Nein. Eine Freude. Hier passiert doch gleich was, eindeutig. Was haben wir denn hier? Kann ich nicht so genau sagen. Die Tür ist kaputt. Was haben wir denn hier wieder mit der Kamera? What? Alter! Bleib das bitte da drin? Scheiße, Mann. Ernsthaft? Alter. Was spiel ich hier eigentlich? Naja, aber wenigstens sind die Kameras geradeaus, ne? Man muss es auch mal positiv sehen. Okay, du gehst nicht auf. We bring you the horizon. Ich glaube nicht mehr. Den definitiv nicht mehr. Kamera. Ein Computer. Immer sitzen wir hier an Computern. Gibt es eigentlich auch noch was anderes? Mom was approached by Orochi. They interrogated her. What else are they hiding in this Project Icarus? Did they find her research? Did they find her? I need to know. I don't know, man, but I sure as hell wouldn't stick around long enough to find out. Was? Tut mir leid, Vater. Der für die letzte E-Mail verantwortliche Icarus-Mitarbeiter wurde freigestellt. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Icarus und versorgen Sie gerne mit sämtlichen Informationen. Es steht uns nicht zu, Ihre Intuition zu hinterfragen. Ihre Freigabe wurde aktualisiert. Sie haben über die primäre Aufzugskonsole jetzt Zugang zur Icarus-Ebene von Basis Pioneer Alpha. Das wird nicht mehr vorkommen. Ihr ergebenster Diener Zentrale.
Projekt Icarus. Danke, Mr. Chandra Anbai. Erhalten Sie die erbetenen Informationen. Der Server von Argus speichern Ihre sensiblen Daten an einem sicheren Ort. Dadurch können Sie und Ihr Unternehmen sich auf das Wesentliche konzentrieren. Security, Sicherheit, Argus. Ale-Augen sind auf... Ale-Augen? Meinen die nicht vielleicht alle Augen sind auf Sie gerichtet? Ach, warte mal. Vernehmung. Das kann ich nicht akzeptieren. Ihre Kollegen an der Universität verdienen die zusätzlichen Einrichtungen. Das Cynthia Newhart Center für mathematische Studien klingt doch gut, oder? Wie ich bereits sagte, nein, ich bin weder an einem Förderungsprogramm interessiert, noch... Wir sind bereit, Ihnen alles zur Verfügung zu stellen, was Sie verlangen. Geld, Ressourcen, Equipment. Ein sicheres und glückliches Zuhause für Ihre Familie. Wir... Nein, und jetzt verlassen Sie bitte mein Haus. Danke für Ihre Zeit, Dr. Newhart. Ich bin sicher, bald werden Sie denken wie wir. Das hört sich eher wie eine Drohung an. Okay. Ich überfliege das jetzt gerade mal so. Ach, da steht wieder was mit Tür entriegeln. Oh, da ist wieder so eine Sprache. Ungefähre phonetische Transkription. Mute. Wir haben eine Tür entriegelt. Ich weiß zwar nicht welche, aber wir haben es getan. Ich hoffe, wir werden sie finden. Okay, es geht links rum. Aber ich wette mit euch, wir werden vorher dem Ding begegnen. Wo ist die Tür? Ach so, ich muss bestimmt hier rum. Nee, hier muss ich auch nicht rum. Wo geht's denn jetzt lang? Ist das alles ihre? The whole system locks down if the security camera spots me. Maybe I can connect to it with the bio gauge. Welche Kamera? Das ist die vom Anfang. Bin ich jetzt blind? Die einzige Kamera, die gerade aktiv ist, ist die da hinten. Shane, the gate is opening. Get over here ASAP. You have to see this. Oh, wo sollte ich jetzt hin? Icarus? Ach, fahren wir einfach mal zu Icarus. Ist ja auch nichts dabei. I'll meet you there. But there's something I have to find out first. You're all alone, little one. Sometimes I feel alone too. We're both alone here. Together. Das ist wunderschön. Ich sehe gerade. Moment. Vielleicht könnte ich mich noch etwas zur Seite setzen. Könnt ihr ein bisschen mehr von den Texten lesen? Fällt mir auch wieder sehr früh auf. Aber warum? Ach, wir sind schon angekommen. Verdammt. Ich könnte gleich ein Problem kriegen. Declan. Declan? Of course. All right, Shane. You got this, Chief. Könnte sein, dass ich gleich abrupt bei dem Spiel rausfliege. Dann muss ich einen anderen mal weiter aufnehmen. Nur damit ihr schon mal vorgeweint seid. I am seen where they root, slither like snakes amongst the leaves. Ja klar, sehen wir uns doch erstmal um. Zieh! Dahinter ist auch schon eine Brechstange. Aber die hört sich doch immer noch an wie die Tante, die wir umgehauen haben, oder nicht? Von der Stimme her, würde ich jetzt sagen. Hier haben wir Gesteine. Icarus-Komplex. My God. It's completely taken over. Filth! Seething tendrils of a hive
expanding. Fools! They cannot be contained. Au! Man darf da noch nicht mal drüber laufen, das ist ja gemein. Suchen wir die Kommandozentrale. Oh, nice. Kriegt sogar mittlerweile Stacheln. Bereich erkunden, aber nicht diesen. Fuck. So fuck. Trend. So, wir müssen hier lang. Bitte keine Kameras, da würde ich mich sehr drüber freuen. So, hier können wir drüber, wenn keine Stacheln da sind. Wunderschön. So eine Pflanze wollte ich schon immer haben. What is that? What is that? Alter. Wieso ist denn das so überbeleuchtet? Kannst du mal deine Funzel auf den Kopf kalten? Ach, stimmt. Gut, weiter geht's. Jetzt wissen wir, warum die alle so aussehen. Ach cool, da sind wir auch schon. Ah! Du kommst hier nicht rein. Was die ja auch alles drin haben. Ich muss immer noch in die Richtung, ne? Meine Güte, bin ich ein Schisser geworden. Verzieh mich sofort, anstatt mich dem zu stellen. Obwohl ich mittlerweile durch die ganze Mechanik und hier weiß, dass es nicht viel zu finden gibt. Stop it! Get out of my head! You could. Okay, also wir können wirklich nicht in andere Räume reingehen und einfach mal irgendwas nachgucken, weil es definitiv anscheinend nichts anderes zu finden gibt. Keine Collectibles, kein gar nichts. Wirklich nur reines Storygame. Frag mich, warum ich das gerade überhaupt versucht habe. Aber hey, Versuch macht klug, ne? Lauf! Wir sind ja relativ nah gespawnt, sag ich mal. Nein. Stop it! Get out of my head! You could crack open your helmet like a walnut. Let in a mute path. And my voices will still be there. Not in the spaces we know, but in between. Only discarded pieces block the path. Frayed synapses, unanswered questions. Ja, ich hab's doch schon versucht, oder? Jetzt vielleicht? Ach so. A hand scanner. Looks like it opens a door to an elevator. Gut, ich würde sagen, das war's mal wieder für diese Folge. Wir schauen uns mal in der nächsten Folge an, wie wir an diese wunderschöne Hand kommen, die wir auf dieses Gerät drauflegen müssen. Ich wette mit euch, die Person wird hier irgendwo in den Räumen liegen. Und da können wir dann eine Hand mitnehmen. Klingt makaber, ist aber wahrscheinlich so. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Lasst mir ein Abo da oder einen Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen. Oder beides vielleicht sogar, wenn ihr Bock drauf habt. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Und schaut auf unserem Discord vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao mit V.